Was geht ab, YouTube-Freunde? Hier ist euer Face wieder mit einem frischen Guide zu Elden Ring. In diesem Video zeige ich euch den Bosskampf gegen den Assassinen der Schwarzen Klinge. Diesen treffen wir in den Katakomben der Schwarzen Klinge. Und ist ein ziemlich flinker Boss. Stellt euch auf viel Ausdauer ein. Ihr müsst sehr, sehr viel ausweichen. Und dann ganz klassisch gibt es wieder zwei, drei Moves, die wir vom Boss ausnutzen, um Konterangriffe zu starten. Bedenkt aber bitte, dass ihr hier wirklich viel, viel ausweichen müsst, da der Kampf ziemlich schnell verläuft. Und aber alle Details werde ich euch jetzt im Video verraten. Viel Spaß. Also in den Katakomben der Schwarzen Klinge, da treffen wir den Assassinen. Und wenn ihr viel Ausdauer habt, könnt ihr, so wie ich das jetzt mache, viel mit dem Schild arbeiten und einfach mal ständig blocken. Wenn ihr wenig Ausdauer habt, reicht es bei dem Assassinen auch aus, einfach auf Abstand zu bleiben, ständig immer wegzurollen, um dann bestimmte Angriffe abzuwarten, die wir vernünftig kontern. Und die zeige ich euch jetzt. Der schwierigste Part im Kampf ist tatsächlich direkt der Beginn, weil hier noch alle Möbelstücke heil sind, sage ich jetzt mal, und also als so eine Art Hindernis dienen. Wenn die dann nach und nach im Kampf kaputt gehen, dann hat man so ein bisschen mehr Freiraum, weil der Raum an sich schon ein bisschen kleiner ist. Diese Aura-Attacke mit diesem Schwertwirbel kann man ganz normal ausweichen. Das wird auch mit so einer roten Aura angekündigt. Das ist ziemlich einfach. Wenn er diesen Schwertwirbel startet mit diesen Funken, da kann man einmal schnell einen schweren Angriff machen. Ansonsten halt, wie gesagt, immer Schild, mit dem Schild blocken oder auf Abstand bleiben und dann bestimmte Angriffe abwarten. Das ist jetzt der Sprungangriff, Ausweichrolle, ein, zwei Hiebe und dann weggehen. Das ist der erste Angriff, den wir hier verkontert werden. Der Sprungangriff mit einer Ausweichrolle und dann schlagen. Der Schwertwirbel mit den Funken, einmal springen und einen schweren Angriff machen. Und dann warten wir halt noch ab. Dann kann man noch diesen Schwertstich auch noch ausnutzen, um einen Konterangriff zu starten. Entweder mit einer Ausweichrolle oder wenn man mit dem Schild blockt und dann Abwehrkonter macht. Wobei ich das nicht immer empfehle, weil es ein bisschen tricky sein kann. Dann am liebsten oder am besten immer den Sprungangriff abwarten, so wie jetzt. Die Ausweichrolle gemacht und dann direkt gekontert. Da kommt wieder der Wirbel mit den Funken auf dem Boden. Das kann man sich immer gut merken. Dann einfach hochspringen und dann einen schweren Angriff starten. Und da der Boss jetzt auch nicht allzu viel Leben hat, kann man ruhig immer schön defensiv spielen. Immer Schild oben halten, auf Abstand bleiben, bis wirklich einer dieser zwei Attacken kommt. Wie gesagt, wer sich so ein bisschen sicherer fühlt, kann auch diesen schnellen Dash nach vorne mit dem Stich ausnutzen, auch zu kontern. Würde ich aber jetzt nicht jedem. Da war jetzt wieder der Wirbel mit den Funken, Sprungangriff gemacht, schwerer Schlag. Wieder der Wirbel mit den Funken, Sprungangriff und schwerer Schlag. Und der Assassine ist down. Ist eigentlich ein sehr einfacher Boss. Man muss da noch nur so ein Gefühl für finden, weil der Boss schon wirklich sehr, sehr schnell ist. Und wie gesagt, der schwierigste Part ist tatsächlich der Anfang, weil da noch alle Tische und Bänke stehen und die dann wie so ein Hindernis einen immer blockieren beim Ausweichen und beim Laufen. Und dann mit der Zeit, wenn alles kaputt geht, wird es deutlich einfacher. Also nochmal zusammengefasst, wer viel Ausdauer hat, kann viel mit dem Schild, mit dem Blocken arbeiten. Ansonsten funktioniert auch das stumpfe Wegrollen und auf Abstand bleiben. Und das macht man halt wirklich bei allen Angriffen vom Boss. Wenn diese eine Aura angekündigt wird, diese rote Aura, dann folgt danach direkt so eine Art Schwertwurf. Da einfach eine Ausweichrolle ansetzen. Bei den anderen Angriffen einfach ganz normal auf Abstand bleiben. Und dann nutzen wir folgende Angriffe aus. Den Sprungangriff nutzen wir aus, um eine Ausweichrolle zu machen und dann zu kontern. Und den Schwertwirbel auf dem Boden mit den Funken nutzen wir aus, um im richtigen Moment zu springen und schweren Konter zu machen. Ansonsten kann man noch den dritten Angriff nutzen mit diesem Dash, mit dem Stich. Empfehle ich aber nicht jedem. Deswegen konzentrieren wir uns da eher auf die zwei Angriffe. Das war's auch schon mit dem Boss. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, um mich zu supporten. Aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich bin's, euer Face. Ciao.